Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich einen Verein besucht, dessen Stadion auf einem Gelände liegt, das nicht gerade für die beste Zeit in der deutschen Geschichte steht. Welchen Verein und welches Stadion ich meine, das seht ihr nach dem Intro. Das Max-Morlock-Stadion, so heißt das Stadion seit dem 1. Juli 2017, ursprünglich städtisches Stadion, danach unter anderem Frankenstadion, ist ein Fußballstadion in der fränkischen Metropole Nürnberg und Heimspielstätte des 1. FC Nürnberg. Das Stadion ist eines der wenigen großen Stadien in Deutschland, die noch über eine Leichtathletikanlage verfügen. Benannt ist das Stadion nach dem Fußballspieler Max Morlock. Das Stadion wurde 1925 bis 1928 nach den Plänen von Otto Ernst Schweizer erbaut und ist eines der größten in Deutschland. Es befindet sich auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Ab 1945 wurde das Stadion von der US-Armee als Sportplatz verwendet. Ab diesem Zeitpunkt hieß das Stadion Victory Stadium und wurde für Baseballspiele verwendet. Bis 1961 fanden nur gelegentlich Fußballspiele dort statt. Ab 1963 spielte dem Stadion schließlich der 1. FC Nürnberg, nachdem dieser sein eigenes, ZABO genanntes Stadion verkauft hatte. 2003 wurde es für die Fußballweltmeisterschaft 2006 für rund 56 Millionen Euro umgebaut. Aktuell hat das Stadion 50.000 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 36.771 Sitz- und 13.229 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen je nach Spiel und Kategorie zwischen 6 und 55 Euro. Kommen wir wieder zur Anreise. Reist ihr mit dem Auto an und kommt über die A9, fahrt ihr bis zur Ausfahrt Fischbach. Bei Anreise über die Autobahn 6 fahrt ihr bis Nürnberg-Langwasser. Kommt ihr über die Autobahn 73, fahrt ihr bis Nürnberg-Zollhaus oder Nürnberg-Zentrum. Anschließend folgt ihr den Wegweisungselementen des dynamischen Verkehrsleitsystems. Selbstverständlich könnt ihr auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Vom Hauptbahnhof aus fährt die S-Bahn Linie 2, bei Spielen auch die S-Bahn Linie 3 bis zur Haltestelle Frankenstadion. Von der Innenstadt aus könnt ihr auch die Straßenbahnlinien 6 und 8 benutzen. Hier müsst ihr dann an den Haltestellen Doku-Zentrum bzw. Dutzenteich aussteigen. Wenn ihr lieber mit dem Bus fahren möchtet, könnt ihr die Linien 44, 45 und 65 benutzen. Hier sind die Haltestellen Sportanlagen, 1. FCN, Doku-Zentrum bzw. Dutzenteich. Eure Eintrittskarte könnt ihr als Fahrkarte im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg nutzen. Sie gilt ab 5 Stunden vor dem Spiel bis 3 Uhr in der Nacht des folgenden Tages. Eine Besonderheit gibt es noch bei den Print-at-Home-Tickets. Diese müssen personalisiert werden, ansonsten gelten sie nicht als Fahrausweis. Abschließend noch einen kleinen Hinweis für diejenigen unter euch, die einen Parkausweis für Behindertenstellplätze haben. Ihr könnt kostenlos auf dem Parkplatz S5 parken. All das, was ich euch jetzt gesagt habe, könnt ihr auch nochmal auf der Homepage des 1. FC Nürnberg nachlesen. Den Link packe ich euch unten in die Beschreibung hinein. Nach meiner Ankunft am Hauptbahnhof bin ich mit der S-Bahn weiter zum Stadion gefahren. Von der S-Bahn-Station Frankenstadion ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Und wie immer kommt noch das Bild vom Stadionmenü. Zum Schluss wieder meine Bewertung des Besuchs. Wie immer der Hinweis von mir, die Bewertung ist nur mein persönlicher Eindruck. Andere können und dürfen selbstverständlich eine andere Meinung dazu haben. Auf geht's. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist gut mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Fußweg von der U-Bahn ist jedoch schon sehr lang, weshalb ich die S-Bahn empfehlen würde.
9 von 10 Punkte. Stimmung. In diesem Spiel ging es um sehr viel und die Heimkurve war voll besetzt. Auf meinem Platz, ich saß auf der Gegentribüne, kam davon aber sehr wenig an. Ich weiß nicht, ob das an der Akustik im Stadion lag. Die Unterstützung war jedenfalls das ganze Spiel über vorhanden. Ich kann daher leider nur 7 von 10 Punkte geben. Stadionmenü. 10,80 Euro, auch wenn davon 2 Euro Pfand für den Bierbecher waren, sind doch schon sehr viel. Die Nürnberger Rostbratwürste und das Bier haben sehr gut geschmeckt. Das Brötchen bzw. Bäckler war auch in Ordnung bzw. nicht so weich wie in den anderen Stadien. Das gleicht den hohen Preis wieder aus. 9 von 10 Punkte. Sicht. Ich saß im Unterrang ziemlich weit oben. Der Oberrang ragte über meinen Platz hinaus und so ergab sich ein Sichtfeld wie in einem Kino. Dadurch, dass es auch eine Laufbahn gibt, sitzt man auch relativ weit vom Spielfeld entfernt. Das sorgt meiner Meinung nach auch dafür, dass die Stimmung etwas gedrückt wird. Daher nur 8 von 10 Punkten. Stadion. Hier bin ich mir unschlüssig. Das Stadion hat alles, was es braucht. Die Auswahl in den Kiosken ist sehr vielfältig. Neben Bratwurst gibt es noch eine Menge andere Stände und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Sicht auf das Spielfeld, zumindest von meinem Platz aus, im Oberrang ist das natürlich anders, war etwas merkwürdig und zu all dem kommt noch, dass durch die Laufbahn der Abstand zum Spielfeld sehr weit ist. Dadurch leidet die Stimmung. 8 von 10 Punkten. Insgesamt kommt das Max-Morlock-Stadion damit auf 41 von 50 möglichen Punkten und kommt auf Platz 6. Damit sind wir auch schon wieder am Ende eines weiteren Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.